Schränke und so, die kann ich verkaufen? Ja. Okay, dann baller ich die mal eben draußen und dann verkaufe ich die immer. Bin ich niemand im Weg. Inventar. So. Die XXL-Karotte. Was? Ja. Ein XXL-Backblech. Schön. Haben wir jetzt hier noch mehr liegen? Oh, Gottes Namen. Oh, ich muss mal einen Pullover ausziehen. Ganz kalt. Oh. Schon irgendwo eine Mikrowelle? Ja, sofort. Alles gut. Oh, oh. Das fing. Was war das? Oh, komm her, Schale! Schale! Uff. Was für ein Gamm machst du hier draußen? Ich hab nur die ganzen Schränke verkauft. Ja. Tschüss, Schade. Toll. Jetzt möchte ich die Sachen nicht mehr los. Schade, die geht immer noch. Der Ketchup fliegt ja auch weg. Was hast du denn hier? Ich mach nichts. Das weiß nicht. Nee. Scheiße hier. Kairan, was meinst du, warum ich das direkt in der Ecke gepackt habe? Ja. Damit wir hier einen Durchgang haben. Ja, und das passt ja alles nicht, weil wir jetzt viel mehr Platz brauchen. Weil hier auch noch so ein XXL-Tablett liegt. Ich pack das doch weg. Schlecht. Wo ist ein Mörmer? Ich kann kein Mörmer sehen. Oh Gott. Das muss am besten eigentlich alles hier in die Ecke. Was? Eigentlich die ganzen Dinge hier mit den Dingern, die müssten eigentlich am besten hier irgendwo hin. Nein! Das ist viel zu weit weg von unserer Arbeitsfläche, Mann. Die müssen da so sein. Das sieht doch toll aus. Da haben wir aber gar keinen Platz. Hast du das doch gerade eben gesehen, dass man da nicht mehr durchkam? Ihr habt hier genug Platz. Nein. Das ist genau mit dem. Würdest du da bitte weggehen? Mit der Fläche hier. Mit der Schrankfläche. Ivo, du würdest dich ausstehen. Oh, ich. Mama, es gibt ein Problem. Was? Wenn ich meine Pupillenritze hier anfasse. Deine Pupillenritze? Warum fässt du deine Pupillenritze an? Weil ich das darf. Ah, du darfst das, okay. Was ist das denn? Ein Teller. Ist das ein Teller? Das ist irgendwas anderes, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist ganz normaler Teller. Wenn ich hier das anfasse, dann spüre ich gar nichts. Ja, weil du die ganze Zeit so komisch darauf gesessen hast. Brauchen wir das Zeug eigentlich noch? Wir haben ja jetzt diesen Elektrogrill. Dann brauchst du gar keine Anzünder mehr, oder? Nee, stimmt. Brauch keine. Kann man das verkaufen? Kann man das irgendwo verkaufen oder muss man das dann wegschmeißen? Ich kann dir grad nicht sagen. Warum fliegt hier eine Ölflasche? Ich hab keine Ahnung. Jetzt die Tür sind, die kommt dahin, okay. Ja, eigentlich bräuchten wir hier noch eine große Schublade oder sowas.
Die Backzutaten. Ja, alles gut. Ich pack die einfach hier rein. Probier gerade irgendwie. Ist ja auch noch kleine. Ja, aber kleine, ja. Die gehen dann nicht rein. Hä? Doch. Hä? Kannst du einfach machen. Ja. Wenn die jetzt durch die Gegend geschoben? Warte mal. Nö. Okay, kann man einfach so machen. Gut. Okay, dann schmeiße ich erstmal die hier weg. Die brauchen wir ja nicht mehr. So weniger Platz verschwenden wir. Backform. Die Fläche packe ich hier in die erste Schublade. Am besten wieder irgendwo oben auf die Mikrowelle. Ja. Ach, man kann die da auch packen. Ja. Oh Mann, warum gehen denn immer diese beschissenen Türen hier so? Amy. So. So, okay. Warte mal, wo sind denn jetzt die Kühlschränke? So. Wollen wir mal gucken, was wir überhaupt brauchen alles. Also den ganz rechten würde ich für Fleisch nutzen. Weil wir haben hier dann das Fleischding, wo wir dann ein bisschen metzeln können. Ah, okay. Ja. Ne? Dann sparen wir uns auch ein bisschen Platz. Alles kartoffelmäßig, wie es. Wollen wir das hier machen? Oder soll ich das Ganze noch mal ein bisschen weiter nach links alles hier verschieben, dass du auch mit den Pommes und so mit der Fritteuse ein bisschen mehr Platz hast? Nee. Oh, ich weiß auch nicht. Alles ein bisschen schwierig. Ja, alles ein bisschen neu. Ja, am besten wäre das sogar, wenn wir hier noch einen dran hätten. Weil du brauchst da ja auch Platz, um deine ganzen Sachen da zu machen. Bisschen. Wo ist eigentlich das Gewürzregal? Warte. Fällt mir gerade so auf, weil hier noch das Salz steht. An die Chili-Firma. Okay. Ich muss einmal Mehl und alles haben. Eier haben wir noch, aber Mehl brauche ich noch. Wir brauchen noch ein paar Sunflower. Wir brauchen noch ein bisschen Hefe. Wir brauchen dann noch ein paar Himbeeren. Bitte schön, danke schön. Es tut mir leid, aber die hier vorne müssen ein bisschen weg. Also wenn ich hier was mache, also die Bilder, die gehen ein bisschen ein auf den Sack. So, die. Lisa, wir hören dich nicht mehr. Nö, ich sag da nichts mehr zu. Egal was ich mache oder sonstiges, es wird kritisiert von euch. Hat doch nichts damit zu tun. Das ist jetzt nur, wenn jetzt sowas wie hier, ich habe das Bild und muss und habe die ganze Zeit halt nur das Bild im Gesicht. Also ich stehe jetzt genau wie du jetzt hier und so tue ich jetzt so, als wenn ich das machen würde. Bei mir sind keine Bilder im Gesicht, gar nichts. Ich habe hier ganz normal eine Fläche, wo ich arbeiten kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo dein Problem ist. Tut mir leid. Einfach das hier ein Bild, hier ist ein Bild, hier ist ein Bild. Und wenn ich irgendwas mache, habe ich ein Bild im Bild. Emmy, ausmachen! Bei mir nicht, bei mir Mann. Ist das normal finden. Das geht, sobald man weiter nach vorne geht, geht das in die Bilder nach hinten.
ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir gerade wieder so ein. Also bei Bug mir sind ist? Die. So, so näher ich rankomme, desto größer wert. Also du kannst dir gerne meine Folge angucken oder so, wo das jetzt hier. Ah, so, so, so ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ah. Komm schon. Ja, das ging mir die ganze Zeit voll auf den Sack. Nein, nicht das. Was denn? Die blöde Musik immer die ganze Zeit. Die. Boah. So, die Vintage-Dinger, soll ich die auch verkaufen? Wenn du willst, kannst du es machen. Also die willst du nicht haben. Also ich brauche ich nicht. Nee, weil du deine Küche ja jetzt in Rot gemacht hast, deswegen. Du, weil ich das bis. Ich fand das cool. Sorry. Ich meine, die Vintage-Dinger sehen auch echt gut aus. Mal guck dir das Ding mal an. Habt ihr geguckt? Nein, ich bin gerade noch am Einsortieren. Ich habe gerade gar keine Zeit zum Gucken. Marmor-Optik. Oh Gott. Noch protziger geht's kaum. Also soll ich verkaufen? Gib wieder Geld. Ja, verkauf. Och du, wir haben ja gar nichts mehr. Ne, deswegen ja. Emmy, ausmachen! Die XXL-Kartoffeln mache ich auch weg. Jetzt kann ich mir wieder das von der GEMA anhören. Mann ey. Ja, können wir das nicht alle? Alles zum Vorbereiten packe ich hier hin. Okay. Zeigt denn mir denn das da? Wir gehen ins Bett, Schatz. Du hast schon wieder Augenringe. Oh Gott. Es kommt noch so eine Salatfuzzi. Salatfuzzi? Ja, so eine Abby, die ist total auf vegan. Mhm. Ich dachte, du sagst, es ist Koks. Ist total auf Koks. So, im Inventar haben wir noch. Was ist das? Eine Trophäe. Es ist schade, dass man das nicht mit drin verändern kann. Wir könnten das alles, das ganze Essen raushauen. Das sind nur seit 3 Wochen vor sich hin gammelt. Das gammelt noch nicht. Gammelfleisch-Skandal im Restaurant. Das ist noch gut. Ja, mit den Tischen müssen wir wohl erstmal hinkommen, bis wir wieder Geld haben. Dann können wir anbauen. Viele Tische mehr rein auch. Aber draußen eben halt noch mehr Tische, ne? Man muss ja genug Leute Platz haben. Ja, hier drinne. Komm, das ist genug Platz. Wenn du es zu voll stellst, sieht es auch nicht toll aus. Aber draußen können wir noch gut hinpacken. So. Okay, dann machen wir jetzt nochmal. Schlichter Getränkekühlschrank. Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir eigentlich noch? Haben wir noch? Ja, 2 Stück haben wir noch. Okay, dann machen wir den schon mal an. Den machen wir auch mal kurz an. Ich muss da mal kurz zwischenfunken. Alles gut. Ach, jetzt haben wir das Öl aber dahin gestellt, ne? Ich muss mal wieder orientieren hier. Ja, ich.
jetzt ist es aus. Kann man nachfrittieren hier. Ja, jetzt brauchen wir aber die Teller immer von da. Naja. Okay, gut. Ich würde dann mal sagen, die Lampen, die wir noch im Inventar haben, brauchen wir dann auch nicht mehr, oder? Ich einfach noch irgendwo hin. Hier, so hier in der Reihe, ne? Hier ist noch keine. Hier verbrennt was. Du meinst hier die? Hier die Reihe da, ne? Da, genau. Da haben wir noch nichts. Gut, dann mache ich da noch zwei hin. Im Bisschen Badezimmer habe ich auch eine hingepackt. Das ist kein Badezimmer, das ist ein luxuriöses Zimmer. Ein luxuriöses Zimmer? Wir müssen auch mal aufs Klo gehen irgendwann. Nein, in dem Spiel nicht. Deine Petersilie. Deine Riesen-Petersilie. Die kannst du ins luxuriöse Zimmer packen. Riesen-Petersilie mit der Riesen-Potato. Die Riesen-Potato, die haue ich schon weg. Achso. Speisekarte, Hamburger. Oh, es gibt Lammertschuhen. Yay. Petersilie brauchen wir ja nicht so. So. Genau. Also wir haben jetzt hier 6, 7 Tische, 7 mal 4 sind 28. 30, 32. 32 Plätze haben wir. Oder müssen wir das? Das geht auch, dass man hier die ganzen Teller raufwirft. Allerdings brennt das dann weiter. Oh. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, aber da hatte ich jetzt auch gerade dieses Backenproblem. Also irgendwas ist da noch nicht ganz richtig. Oder müssen wir es dafür so eine Wärmelampe oder sowas holen? Das ist sowas hier. Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Was ist das denn? Metallregal, okay. Eine riesige Fritteuse gibt's auch. Was ist das hier? Verkaufstheke aus Backstein. Ah ja. Was ist das? Ach, ein hängender Spieß. Genau, die Spießehalter haben wir noch gar nicht angebracht. Oh. Ja? Hab ich gar nicht gesehen. Über Waschding da, Waschstation. Ah, okay. Air Conditioner. Hier gibt's auch Bilder und sowas alles. Achso, das ist hier. Ja, in eine Richtung. Oh, hier gibt's einen Teich. Oh. Hm. Hm? Ah. Was war das denn jetzt? Hm? Seid ihr noch da? Ja. Ja. Okay. Ja, ich konzentriere mich nur, dass ich hier so wenig Platz wie möglich verschwende. Was ist das? Großer, schlichter Getränkekühlschrank. Unser Geschäft hier. Wie soll unser Kebabladen heißen? Oder unser Restaurant? McKebab. McKebab. Nein, ich will nicht das Otto-Schild machen. Danke. Anscheinend gibt es das aber keine wirklichen. Außer die Mikrowelle. Können wir auch Kebab King nehmen? Oh Gott. Oder was ganz anderes? Okay. Vom guten Freund.